presents Marvel Comics. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Marvel vs. Capcom Fighting Collection Video. Und es geht hier natürlich weiter mit Marvel Super Heroes, mit dem Arcade Run von Wolverine. Und was ich vergessen habe zu sagen, das ist natürlich auch dasselbe, wie ich im Video das gesagt habe, dass Marvel Super Heroes für mich vorher, dass ich von dieser Existenz von diesem Game mir nicht bewusst war. Klar, von X-Men, Children of the Atom, das war ein sehr, davon hat man gelesen, davon hat man gewusst und davon hat man auch Werbung ein bisschen mitbekommen, wenn man Videospielmagazine gelesen hat. Aber Marvel Super Heroes war, glaube ich, nicht so bei uns präsent. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es Ports gibt. Ich habe erst davon, von der Existenz gewusst, wo es dieses Arcade-Kabinett gab von Arcade One-Up, dass es Marvel Super Heroes Game gab. Okay, auf jeden Fall. Dieses Spiel hat Wolverine gewisse Sachen gegeben, was früher ein Special war. Hier hat es auch Special gegeben. Und ich muss weiterhin sagen, die Simplifikation dieses Spiels ist fantastisch. Also wie gesagt, diese ganzen Spiele spielen sich fantastisch, echt. Und Wolverine hier ist weiterhin mega gut. Genau wie Psylocke hat er auch eine gute Entwicklung bekommen. Und auf jeden Fall, ja, viel Spaß bei dem Arcade Run von Wolverine in Marvel Super Heroes. Okay, let's go. Achso, natürlich, wer bin ich? Ich bin DK, das ist Game Stage 5 und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Marvel Super Heroes Arcade Run mit diesmal der beliebten Spinne aus der Nachbarschaft. Bye bye.
time. Let's go, Bob. Tornado claw. Persistent barrage. Persistent barrage. Persistent barrage. Tornado claw. Tornado claw. Persistent barrage. The end disruptor. Persistent barrage.
rookie.